Stefano Cincotta, linker Verteidiger, 18. Ja, ich freue mich auf den nächsten Neuzugang. Herzlich willkommen, Stefano Cincotta. Willkommen zum ersten Mal vor der TV11-Kamera und herzlich willkommen dann auch bei der SV Elversberg. Ja, die erste Frage. Hast du dich im Saarland denn gut eingelebt? Bisher super. Also ich bin absolut zufrieden, wurde gut aufgenommen und ja, fühle mich wohl hier. Ja, was hat dir das SVE-Umfeld so in den ersten Tagen gebracht? Hast du dich gut einfinden können? Wie bewertest du die Trainingsbedingungen, das Umfeld, was Verein angeht, Stadion, Trainingsbedingungen etc.? Also ich muss sagen, als ich herkam, war ich ziemlich überrascht. Also Trainingsbedingungen wie das Stadion absolut für die vierte Liga in Top-Zustand. Man kann da eigentlich nicht meckern. Und ja, ich bin mit wenig Erwartungen gekommen und wurde hier überrascht, dass daher alles bisher positiv. Ja, ja, das hört sich gut an. Du bist jetzt, wie gesagt, neu zur SV Elversberg hinzugestoßen, kamst vom Chemnitzer FC. Wie kam der Kontakt zur SVE zustande? Der Kontakt kam zustande, indem mich der Trainer, also Herr Neitzel, mich angerufen hatte und ja, so ein bisschen nachgefragt habe, wie alles so ist, ob ich mir das auch hier vorstellen könnte. Und ja, mich hat es wirklich imponiert, wie der Trainer gesprochen hatte und habe mich eigentlich ziemlich schnell für den SVE dann auch entschieden. Ja, die SVE ist ja, weil sie nun mal in der Regionalliga spielt, immer auf überregionaler Bühne bekannt, auch in ganz Deutschland. In den Relegationsspielen hat man natürlich nochmal eine ganz besondere Aufmerksamkeit, die man da auf sich zieht. Hast du die SVE da in den Relegationsspielen, in den letzten beiden oder im letzten beobachtet? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe die letzten zwei Jahre sogar der SVE verfolgt, weil die Spiele sind natürlich immer sehr, 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 sehr spannend und natürlich fiebert man dann auch immer für eine Mannschaft mit. Aber in dem Fall war es dieses Jahr zufälligerweise auch für den SVE und leider haben sie es nicht geschafft, aber ich gehe davon aus, dass wir das auf jeden Fall in der Zukunft, wie jetzt dieses Jahr, hoffentlich auch schaffen werden. Du hast bislang 113 Spiele in der dritten Liga absolviert. Zeigt dein Wechsel hier nach Elversberg in die Regionalliga, dass du mit unserer Elf ein richtig ehrgeiziges Ziel verfolgen möchtest? Auf jeden Fall. Also ich bin hierher gekommen, um Erfolge zu feiern mit dem Team, mit dem Trainer und mit der Mannschaft, weil man sieht, dass die Mannschaft Qualität hat. Jede Trainingseinheit ist wirklich sehr, sehr qualitativ aufgestellt und da hat der Trainer wirklich gute Arbeit geleistet, plus der Verein mit den Verpflichtungen. Du warst bis zur U20 im Nationalkader des DFB. Mittlerweile dann jedoch A-Nationalspieler deines Heimatlandes Guatemala. In deiner Vita stehen da zum Beispiel Spiele drin gegen die USA, gegen Mexiko, gegen Uruguay. Das hört sich ziemlich interessant an. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, ich muss sagen, das waren wirklich absolute, ja, wie sagt man, tolle Momente, die man so erleben durfte. Gerade jetzt, wenn ich mich zurückerinnere gegen USA, das waren ja Quali-Spiele für die WM 2018, wo wir daheim gegen Klinsmann 2-0 gewinnen konnten. Oder zum Beispiel in Uruguay, in dem Stadion, wo die erste WM stattfand, dort leider verloren haben, aber gegen Top-Spieler gespielt haben wie Cavani oder Godin. Also das sind Erfahrungen, die nimmt man auf jeden Fall dann gerne mit. Und ja, leider ist es schon wieder Vergangenheit. Ich werde mich natürlich immer schön dort dran erinnern, aber für mich zählt immer, was jetzt passiert. Okay. Ja, hast du auch noch Kontakt zu deinen ehemaligen Mannschaftskameraden aus den Junioren-Nationalteams? Da sind wirklich ja einige durchaus bekannte Namen dabei, wenn man drüber liest. Lars Unnerstall, Karim Bellarabi, Christoph Kramer. Ja, ein, zwei Kontakte bestehen immer noch, so wie Karim Bellarabi oder Stiepermann von der zweiten Liga jetzt bei Bochum oder andere Spieler. Natürlich hat man mit denen noch Kontakt und verfolgt die noch und die haben wirklich eine tolle Karriere bis jetzt absolviert und ich hoffe, dass ich demnächst auch dort landen werde, am besten mit den SVE. Ja, prima. Deshalb auch nochmal der Sprung zurück in die Gegenwart. In wenigen Tagen starten wir da ja dann in die neue Saison. Möchtest du mal so eine kleine Prognose warten? Wie wird die neue Regionalliga Südwest aussehen?
Also ich muss sagen, dieses Jahr sind wirklich Top-Mannschaften dabei. Man könnte eigentlich sagen, das ist die dritte Liga. Weil wenn man sich die Mannschaften so anschaut, die haben ja wirklich in den letzten 2-3 Jahren alle dritte Liga gespielt. Und natürlich wollen wir oder sind wir verpflichtet, die Leistung, die wir in den letzten 2 Jahren absolviert haben, dieses Jahr zu bestätigen und wirklich den Durchmarsch in die dritten Liga auch schaffen werden. Prima. Herzlichen Dank für die Beantwortung unserer Fragen. Viel Glück für dein gesetztes Ziel in der kommenden Saison und alles Gute. Vielen Dank für die.